Migrationsbeiratswahl, ein Wegweiser. Der Migrationsbeirat vertritt ehrenamtlich die politischen Interessen von Münchnerinnen und Münchnern ohne deutschen Pass. Seine Aufgabe ist es dabei, den Stadtrat und die Verwaltung zu beraten. Mitglieder sorgen für engeren Austausch zwischen Stadtverwaltung, Politik und Münchner Bürgerinnen mit Migrationsgeschichte. Durch die Vergabe von Projekten und Geldern können sie effektive Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus umsetzen. Sie stoßen wichtige Diskussionen an und beraten den Stadtrat beispielsweise zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsausbildungen. Um an den Wahlen teilzunehmen, müssen Sie als BewerberIn auf einer Liste stehen, also gemeinsam mit einem Team einen Wahlvorschlag einreichen. Als Einzelperson können Sie sich nicht bewerben. Auf einer Liste dürfen maximal 40 Personen stehen. Eine Person darf einfach, zweifach oder dreifach auf einer Liste stehen. In die Liste können Personen aufgenommen werden, die 18 Jahre alt sind, eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, seit mindestens 6 Monaten in München wohnen, egal ob Haupt- oder Nebenwohnsitz. Und auch Menschen mit einem deutschen Pass können sich bewerben, wenn sie einen deutschen Pass und einen ausländischen Pass haben oder den deutschen Pass noch nicht länger als 12 Jahre besitzen. Deutsche Staatsangehörige müssen vorab einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis stellen. Um einen Wahlvorschlag einzureichen, brauchen Sie folgende Formulare. Sie brauchen einen Wahlvorschlag, also eine Liste mit Unterschriften der beauftragten Person und ihrer Stellvertretung. Sie brauchen die Zustimmungserklärung aller BewerberInnen und Ersatzleute. Und Sie brauchen eine Liste mit 40 gültigen Unterstützungsunterschriften. Alle Formulare, die Sie für die Einreichung eines Wahlvorschlags brauchen, bekommen Sie online im Wahlvorschlagsportal. Dort können Sie zum Beispiel die Namen der BewerberInnen elektronisch erfassen und später als Liste ausdrucken. Bitte beachten Sie, dass nur die Formulare der Wahlleitung verwendet werden dürfen. Aufgepasst! Am Schluss braucht das Wahlamt die Unterlagen ausgedruckt mit allen Unterschriften im Original. Der Link zur Online-Registrierung ist in der Videobeschreibung zu finden. Wichtig zu wissen, für KandidatInnen aus Afrika, Asien ohne die Türkei und Mittel- und Südamerika gilt eine Minderheitenquote. Im neuen Migrationsbeirat sind 8 Plätze für Sie vorgesehen. Wenn Ihr Hauptwohnsitz nicht in München ist, brauchen Sie eine Bescheinigung, dass keine Ausschlussgründe der Wählbarkeit vorliegen. Diese Bescheinigung können Sie bei der Hauptwohnsitzgemeinde beantragen. Deutsche Staatsangehörige, die außerdem einen ausländischen Pass haben oder einen deutschen Pass nach dem 18. März 2011 bekommen haben, müssen einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis stellen. Bei Organisationen und Verbänden wird, wenn es eine Satzung oder Regelung vorschreibt, eine Niederschrift über die Aufstellungsversammlung benötigt. Jeder Wahlvorschlag braucht die Unterschriften von 40 wahlberechtigten Personen. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterstützen und wer selbst BewerberInnen ist, darf nicht unterschreiben. Alle ausländischen Staatsangehörigen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens 6 Monaten in München wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, sowie auch deutsche Staatsangehörige dürfen wählen, wenn sie zusätzlich einen ausländischen Pass haben oder den deutschen Pass noch nicht länger als 12 Jahre besitzen. Sie haben alles bereit? Senden Sie alle Unterlagen per Post an
Kreisverwaltungsreferat, Wahlleitung, Migrationsbeiratswahl, GL/53, Ruppertstraße 19, 80466 München. Oder vereinbaren Sie einen Termin, um die Dokumente persönlich zu überreichen. Kontakt zur Terminvereinbarung entweder per Telefon 089 233 93044 oder per E-Mail wahlvorschlag.kvr@münchen.de. Save the date! Sie haben bis Montag, 9. Januar 2023 um 18 Uhr Zeit, um Ihren Wahlvorschlag einzureichen.